Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich grüße euch. Wir starten in den Tag spät, aber doch nicht zu spät. Wir durften heute bis 7:30 schlafen. Das war herrlich. So, wir haben gestern im Briefkasten eine kleine Überraschung gefunden. Und zwar klebte da an der Wand, wenn's blöd, ein Zettel, dass wir ein Paket abholen sollen bei der Post. Es ist aber schon 11 Tage her oder 10 Tage. Ja, wir hoffen, er ist noch da. Normalerweise, so wurde zugetragen von Freunden, dass man das innerhalb von 14 Tagen abholen muss. Und das wird dann nochmal ein zweites Mal zugestellt. Wir müssen mal gucken. Ja, ich habe jetzt das Auto gerade angemacht. Das läuft sich gerade warm. Und habe es eingespult. Und in 2 Minuten fahren wir los. Wollten eben warten, bis es ein bisschen muckelig ist. Komm, Levi, wir fahren jetzt gleich. Ja, und dann geht alles nach Liste. Ganz akribisch. Der Strom, die Heizung wird runtergedreht. Wir haben nur so eine To-Do-Liste gemacht. Da nehme ich euch gleich ein bisschen mit. Wir haben ein paar Sachen schon mal rübergepackt gestern. Heute der Rest. Ja, klar kannst du auf dem Arm. Du kannst aber auch laufen. Komm, wir gehen zum Auto. Ja, wir fahren jetzt erstmal zur Post und gucken, was wir da abzuholen haben, und dann melde ich mich später wieder rein. Ja. Mama, wir fahren. Etty, bleib hier. Etty, geh ab. Geh mal zu Mima. Geh raus. Das fehlt mir auch noch, dass du mir jetzt hier ausbückst. Komm, hier lang. Fräulein Maus. Fräulein Maus der Mäuse. Gehen Sie mal fein. Das ist nämlich richtig schön eingefroren hier alles. Und keine Angst, das Auto rennt jetzt erst ein paar Minuten, bis mal wieder großes Mimimi kommt. Was mir aber egal ist. Also nicht das Mimimi, aber es scheiden sich halt die Geister. Andere fliegen in Urlaub. Das verbrennt auch viel fossilen Brennstoff. Ach, so, auf geht's. Bring schon mal das Wichtigste rüber. Mich? Nein. Den Router schon mal umgesteckt. Den nehmen wir mit dem mobilen Router. Das kann ich ja auch schon mal mitnehmen, ne? Die Akkus. Unsere Mini-Powerbanken. Staubsauger kommt auch mit. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles schaffen soll mit einer Hand. Oder eine Bauchtasche. Oh, Paket haben wir natürlich gekriegt. Das lag dann noch, war nur ein kleines Paket, ein Weihnachtsgeschenk für die Mama. Ich will es euch bei ihr auf dem Kanal zeigen. Heute oder morgen. Ich weiß es nicht. Etty? Was ja die Katzenfürze hier wegschnüffeln, du armer Leinhund. Ach ja. Wow. Ja, ist ja gut, meine Güte. Oh, was mache ich heute hiermit? So. Schweinekalt und Kühlschrank ballert. Schön ist an. Die Lüftung noch ausgelassen. Ich habe ja letztes Jahr die Lüftung eingebaut, wenn das so heiß ist, dass der Kühlschrank besser ballert. Aber den Außentemperaturen ist er natürlich arschlos. Na, ist das selber wohl. Wonnig. So, den Router. Dahin alles auf seinen Platz wieder. Alles wird ordentlich weggelegt. So wie sie das gehört. Papas Wohnwagen. Ach ja, es geht los. Spät im Zeitrennen, weil wir auch spät losgekommen sind. Aber alles halb so wild. Das kommt wieder da unten rein. Die Staubi packe ich da hin. 2 Staubsauger mit. Einen das von meinen Eltern. Ach, wo packe ich euch denn jetzt hin hier? Habt ihr mal da drin gelegen? Ich weiß nicht, ich soll immer mal gucken. Nein. Den Stein im Schuh. Ah, es hat immer was los hier. Ich soll die Brötchen auftauen. Mamas Brille. Ich komme wieder hier hin. Meine Powerbank und so, die packe ich hier hin. Da ist aber kein Platz. Da ist die Kofferlage und die Adventskalender für die Blagen. Ach ja, das war los, ihr Lieben. So. Kofferwaage dahin. Das ist auch ein Katalog. Können wir da lassen. Zack, zack, zack.
Ja, irgendwann so in 2 Stunden ungefähr wird es losgehen. Grob geschätzt, Pi mal Daumen. Aber müssen wir mal gucken. So, Kaffee haben wir auch genug mit, habe ich schon kontrolliert. Weihnachtselch kommt auch mit natürlich. Die Schüssel kann wieder hier hin. Keine Ahnung, was das ist. Mal gucken. Ja, jetzt geht's drin weiter. Alles nach Checkliste. Aber bisher haben wir nie was Wichtiges vergessen. Nie was Gravierendes, sagen wir es mal so. Ich denke mal, das wird diesmal auch so sein. Hier die Fahrzeuge von den Blagen noch weg. Die können wir dann im Schuppen rüberbringen. Olivia, Salino. Fährt da nicht mehr so oft mit. Hast du jetzt gewusstet, Eddie? Hier ist was los. Hier liegt eine Schüssel. Hängematten. Müssen wir auch. Ach, weiß ich auch nicht, was er hat. Müssen wir auch noch abnehmen. Ja, so nimmt alles seinen Lauf. Duschen werde ich da auch noch mal ganz am Ende. Dass es nicht langweilig wird, haben wir entschieden. Wir packen jetzt doch nochmal um. Zwar nehmen wir den Kinderwagen mit. Aber wenn wir irgendwo sind und spazieren gehen und einfach so, ist das angenehmer. Mit Kinderwagen. Ja, und deswegen packe ich da jetzt nochmal um ein bisschen. Die Gasflaschen habe ich ja gestern schon gewechselt. Immer die kroatische, die wir drin hatten, zum Aufheizen raus. Und ja. Die haben wir jetzt drin. Die alte deutsche, da machen wir eine Aluflasche draus. Und ja, müssen wir mal gucken. Das war alles dann hier runterkriegen. Gehen wir dahin alles. Ja, ist ja der Dings noch rein, sag mal schnell. Der. Ich komme nicht drauf. Die Gießkanne fürs Wasser holen kommt da noch rein. Wo packen wir jetzt den Fußball hin? Der passt doch hier super unter dem Buggy. Oi, haben wir den auch verstaut. Und jetzt kann ich das wahrscheinlich alles mal rausholen oben. Aber alles halb so wild. Ich krieg das schon gebackt. Irgendwie. Ich bin gezeigt, aber es ist alles drin. Ich hab's runtergedrückt, es passt so gerade eben. Also da hätte jetzt wirklich kein Sacker mehr reingepasst. Kinderwagen ist drin, passt ja alles super genau. Oi, so, jetzt geht's hier drin weiter. Wir haben ja nicht mehr so viel, was schätzt du? Wie viel Prozent sind wir? Ja, wir warten gleich auf die zweite Waschmaschine, ne? Aber ist ja nicht schlimm, da ist ja besser so, als wenn wir erst um 12 Uhr loskommen. Dann kann ich ja auf den Dachboden eben gehen. Wollen wir noch was hochpacken, dann ist halt auch weg. Auch das leibliche Wohl darf natürlich nicht fehlen. So, ich bin hier gerade am Vorbereiten. Gürkchen, Paprika, Zwiebeln, Tomaten, verschiedene. Jetzt schnibbel ich gerade ein paar Möhrchen für die Fahrt, für unterwegs. Wie ihr wisst, wir haben ja oft und viele mal Hunger. Dann essen wir ganz schön zu snacken. Dann Brot hatten wir gestern schon geschmiert. Und Papa hat sich einen geilen Kartoffelsalat gemacht. Vollwertigen. Nee, doch nicht vollwertig. Ist Mayo drin ein bisschen. Aber ja, so sieht's aus. Ah, die passt da auch noch rein. Die Kohlrabi schneiden frisch im Auto. Und man hat mal gesagt, das schmeckt ja dann besser. Also wenn man die hier direkt schneiden würde. So, passt. So, Affe tot. Jetzt müssen wir das Brot noch mitnehmen. Kühlschrank machen wir da aus. Eis habe ich schon leer. Die Mama fragen, was wir damit machen sollen. Ach ja, ist immer viel Gerödel, ne? Ich nehme das jetzt hier ab, im Eisfach. Und hoch, ja, hoch sieht gut aus. Die Eiswürfel, die brauchen wir auch nicht. Wenn wir stehen lassen, dann. Ja, ich muss den wegspülen eben. Ja, immer viel Gerödel. Aber gehe ich dann auch duschen, dann gehe ich ins Loch, stelle das Wasser ab. Ich wollte das andersrum machen, aber aber ja kein Wasser zu duschen. Ne? Ja. Was
wäre nicht so klug. Ja. Ihr lieben Liebenden, da müssen wir leider noch Wasser verdruckt von der Wand hinaus. Von der Waschmaschine machen, damit das nicht so. Kann man da reinstellen zum Aus. Damit wir nicht wieder das Problem haben, mit dem, dass sie nicht anspringt, wenn wir wiederkommen. Etty, du hast ja auch schon dein Reisegeschirr. Etty Gong. Feiner Etty. Und ja, ach ja, alles wird gut. Los geht's. Wir haben da oben hin, dann finden wir es auch wieder. Das kann ja auch weg. Der Hampelmann hier und die Haarspange. Die Heizung haben wir schon runtergedreht natürlich. Ach Staubi, du gehst ein bisschen auf den Pimmel heute mit deiner Tröte da. Ja, soweit. Hier wird Strom auch ausgemacht. Zack, das brauchen wir nicht anbleiben. Akkus nehmen wir mit. Ja, dann geht's gleich los. So. Abfahrt. Ist wieder später geworden, weil der Entsafter nicht wollte, so wie ich wollte. Aber jetzt will er so deine Kamera. Hier haben wir auch alles. Das ist alles ein bisschen nervig. Zack, Tarak, nehmen wir aus. So, Licht war aus. Oh ja, pack die bloß rein. Ja, ja, die bleiben hängen. So, wir brechen auf. Wir melden uns von unterwegs, ihr Lieben. Ab geht die Fahrt. Ready? Soll ich die Kurve gucken? Sieht er, ne? Stopp! Stopp! Ja! Boah. Ich will direkt hier rumschreien. Ich gehe in den Gulli rein. Boah, ist das matschig. Langsam. Langsam. Passt der Reifen hinten? Passt. Ui. Passt. Juhu. So. Ja. Tschüssi. Alles gut gelaufen. Juhu. So, hier sind wir jetzt. Irgendwo Rastplatz. Irgendwo, weiß ich auch nicht, bin in den Tunnel gefahren und liegt Meter hoch Schnee geräumt. Und es ist von 12 Grad auf 3 Grad runtergegangen. Puh, kalt. Gut, dass ich meine dicke Jacke mit habe, aber natürlich nie an habe. Naja, habe da ein Pipi gemacht, ich habe mir Kaffee geholt für 2,50, einen großen Latte Macchiato, kannst nicht meckern. Und ja, der Hund kriegt das Essen. Und dann geht's weiter die Reise ab. Ja, Österreich würde ich sagen, sind wir schon. Ja, ich bin froh wieder, wenn wir im Auto sitzen zu können.
Hallöchen, ihr Lieben. So, wir sind jetzt gut angekommen. Es ist zappenlos da. Wir liegen aber wirklich noch gut in der Zeit. Wir haben jetzt 18.30 Uhr gleich, wenn wir ankommen. Und ich habe beschlossen, oder wir haben beschlossen, ich gehe mit den Kindern jetzt noch ein, zwei Stündchen in die Therme schwimmen. Die Mama macht den ZS und führt den Eddie einmal königlich aus. So wie, die, wie sich das für ein Königsbeagle gehört. Und morgen geht die Reise weiter. Ja, ich freue mich, wir sind gut angekommen. Wir haben knapp 500 Kilometer heute gerissen. Ein bisschen verspätete, ein bisschen verspätet losgekommen wegen dem Entlüfter, aber alles geregelt, alles doppelt gecheckt, weiter ausgemacht. Auf Wittenhamer Straße. Und ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Lieben, passt auf euch auf. Vielleicht viel Spaß bei der Michaela. Habt einen tollen Abend. Bis morgen mal. Tschüss. In 3,3